So, hier ist der HF-Detektor. Die Spannung von der LM358P sollte eigentlich über den ersten Widerstand für die Diode und dann den Transistor, die Basis und dann der nächste Widerstand, den man da sieht, und dann über der LED, zack, das Signal verstärken. Was aus den Pin 1 Operationsverstärker kommt. So, und dann, wie schon gesagt, Basis, dann Kollektor, Emitter. Normalerweise müsst ihr, sag mal, Kollektor, Emitter plus minus oder umgekehrt, wie auch immer. Und egal wie ich den da drauf lege, also den Kollektor und Emitter, ob jetzt plus oder minus oder Doppelplus, bleibt alles gleich. Das Einzige, was man machen kann, von den 2 bis 15 Dioden, die auf Platine gerötet sind, das Antennensignal auf Pin 1 zu führen. Dann kann man noch einen Draht legen von Pin 1 nach Pin 8, schräg rüber. Das verändert auch noch ein bisschen den Empfang, aber ansonsten ist der Transistor irgendwie zu schwach, würde ich sagen, oder weiß ich nicht. Ist ganz komisch, ist das. Reichweite habe ich mit dem 2x15 circa 5 Meter erreicht. Von Empfang her, aber tut sich nichts. Der ist nicht dafür geeignet, oder vielleicht sollte man zwei N358 hintereinander schalten, irgendwie in Reihe. Aber das wäre auch wieder nicht variabel. Das dazu. Und der 2N2222 hat ja so einen Pin und 45 Grad. Davon liegt dann die Basis. Und so habe ich ihn auch gehalten. So sieht's aus. Kann man mal sehen. Möchte gern Elektroniker sind dann immer, die immer alles besser wissen. Es gibt immer Möglichkeiten, die Spannung und die ganzen Sachen zu verändern, denke ich mir mal. Vielleicht ist noch keiner darauf gekommen. Weil Transistoren arbeiten ja auch wie Dioden, wenn man das so sieht.